Lohnt sich KI und ChatGPT für Kosmetikerinnen? Dem Thema widmen wir uns und wir werden dir vor allem erklären, wie du es auch richtig anwenden kannst. Vorweg erstmal, für ChatGPT oder auch KI ist für viele ja etwas ganz schwer Greifbares, aber in der heutigen Zeit kaum noch mit wegzudenken. Viele sparen sich damit im Marketing enorm viel Zeit, zum Beispiel wenn es um die Erstellung von Texten, Marketing, Webseiten, also man kann ChatGPT in so vielen Fällen auch anwenden. In welchen Fällen vor allem man ChatGPT auch gebrauchen kann, klären wir natürlich hier auch nochmal genau, aber sei auch schon mal gespannt, denn du kannst dir enorm viel Zeit mit ChatGPT oder KI auf jeden Fall sparen, wenn du es richtig anwendest. Ja, vor allen Dingen, viele wissen ja gar nicht, dass beispielsweise auch Instagram eine KI ist, ja. Das sind sich viele gar nicht bewusst und Anna-Franziska, ChatGPT zum Beispiel, kann man ja kostenlos nutzen. Ja. Man kann aber auch natürlich die bezahlte Version. Was kostet sowas? So, also ich arbeite mit ChatGPT schon etwas länger und habe mich natürlich auch mit dem Thema intensiv beschäftigt. Und ChatGPT ist ja generell erstmal kostenlos, was ich gut finde. Das heißt, man kann dann natürlich einfach diese Standard-Feature-Text-Bausteine, Webseitentexte, aber eben auch Posting-Texte natürlich kann man nutzen kostenlos. Das Ganze geht, glaube ich, bis zu 5 pro Tag. Das ist schon enorm, das ist schon viel. Und wenn man dann eben die ChatGPT-App zum Beispiel, auch das ChatGPT 4o halt kauft, ja, dann ist man bei 22 Euro im Monat. Das muss man immer einrechnen. Klar, das ist schon eine Stange Geld, wenn man so sieht, so 20 Euro. Ja. Aber es gibt natürlich auch teurere Lösungen, wo man natürlich weit mit 100, 200, 300, 400 bis zu 1000er Beträge im Monat rechnen muss. Genau, bei KI zum Beispiel. Ne? Also je nachdem, für was du das zum Beispiel auch verwendest. Man kann das für Texte machen, wie du auch gesagt hast, für die Webseite. Man kann aber auch ganze Mitarbeiter sozusagen auslagern, die für dich zum Beispiel auch Beratungsgespräche führen, Terminierungen. Also es gibt mittlerweile so weit fortgeschritten ist die KI schon, dass man einfach auch Telefongespräche mit einer KI führt und die sind verdammt gut schon. Ja, man merkt es kaum, man merkt es wirklich kaum. Wir hatten ja auch so einen Testlauf und haben uns das ja auch schon angeschaut und man merkt kaum, dass es wirklich hier kein realer Mitarbeiter ist, weil diese KI reagiert auf das, was du sagst. Und es eben auch so programmiert, dass es auf dich funktioniert. Womit wir schon wieder beim richtigen Thema wären, eigentlich programmieren. KIs ist nicht etwas, das du einfach benutzen kannst und sagst so, hey, schreib mir bitte mal einen Posting-Text über, keine Ahnung, meine neue Hydra-Facial-Behandlung und dann rattert dir KI natürlich einen Text hin. Und das tut sie auch. Und der Text liest sich auch gut. Das Problem ist, dass eine KI lernt. So eine KI ist nicht so, dass du sagst, ich weiß nicht, was ich posten soll. Ich frage mal ChatGPT, dann schreibe ich da rein, hey ChatGPT, schreib mir einen Text für Social Media und dann spuckt der irgendwas Geistreiches aus in Form von Kosmetik, sondern ChatGPT ist eigentlich der verlängerte Arm deiner eigenen Dummheit. Das heißt, wenn du selber nicht fähig bist, dass du nicht weißt, was du posten willst oder welches Thema du posten willst, wenn du selber keine zündende Idee hast, dann wird auch ChatGPT dir hier nicht helfen. Denn ChatGPT ist so aufgebaut, die Texte konvertieren, also funktionieren nur, wenn du selber schon eine Idee hast, wenn du selber ChatGPT mit den Eckdaten einer Zielgruppe fütterst, dann spuckt ChatGPT, wenn du die richtige Formel anwendest, dazu auch nochmal mehr, natürlich einen super guten Marketingtext aus. Wenn du es nicht machst, kannst du eigentlich genauso gut auch nichts posten, bringt nichts. Ja, deswegen ist es eine neue Technologie, wo sich wirklich viele Firmen schon seit Jahren auch beschäftigen, aber letztendlich muss man natürlich auch wissen, wie man sie zu bedienen hat. Ja. Und deswegen, ich sehe das ganz oft auch in der Beauty-Branche mittlerweile, dass viele auch schreiben, da werde ich auch gleich nochmal sagen, was du denn auch siehst. Da haben wir nämlich auch einige Erfahrungsberichte, denn viele Kosmetiker kommen einfach auf und Beauty-Experten auf die Idee, okay, ich nutze jetzt KI, ChatGPT, um halt beispielsweise Social-Media-Texte zu schreiben, weil ich keine Zeit habe und so weiter. Und dann wirklich wird es reingeballert, aber letztendlich muss man einfach sagen, wenn darüber keine Kunden kommen, dann bringt auch sowas nichts. Nee. Also häufig ist es wirklich so, man macht das mit so einer ChatGPT, dann macht man Haken dahinter, okay, jetzt kann ich jeden Tag irgendwie aktiv sein auf Social Media, aber letztendlich muss man immer gucken, bringt dir das wirklich was? Bringt dir das Ergebnisse, Umsätze? Ja. Ne? Also wenn du etwas machst und es funktioniert nicht, egal was es im Marketing ist, dann war es nicht gut, dann warst du langweilig, dann war der Text langweilig, dann war der Inhalt irgendwie halt langweilig, also wenn nichts passiert, dann liegt es an dir und nicht an den anderen Menschen, nicht an den Followern. Du hast zu wenig Follower, dies, jenes. Ich höre da immer so viele Sachen. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, weil du langweilig bist. Anna-Franziska, ich habe mal kurz eine Fun-Frage an dich. Wenn man dir 100 Texte zeigen würde und es sind
wirklich viele mit in echt von echten Menschen geschrieben worden und auch zwischendurch welche von ChatGPT. Würdest du erkennen, was mit KI quasi geschrieben worden ist? Ja, tatsächlich ja. Also tatsächlich fast sogar, ich glaube, mit 100%iger Wahrscheinlichkeit würde ich sofort die ChatGPT-Texte rauslesen können. Ich glaube sogar, dass ich die rauslesen könnte, die mit Formel geschrieben sind, weil ich ChatGPT ist ein System, man darf das nicht verwechseln. Also ChatGPT, obwohl es wirklich sehr, sehr menschlich ist, obwohl ChatGPT menschlich klingen kann, menschlich agiert, Gefühle, Zusammenhänge versteht, ja, ist ChatGPT doch ein Programm, was natürlich maschinell vorgeht. So. Und wenn man natürlich ChatGPT jetzt nicht vorgibt, in welchem Aufbau etwas zu schreiben ist, dann nutzt ChatGPT natürlich immer denselben Aufbau. Ja. Und das heißt, dann hast du natürlich einen generierten Schlüsselcode, will ich mal sagen, den du halt sofort erkennen kannst. Und deswegen, umso mehr Menschen ChatGPT nutzen für ihr Marketing, umso weniger gute Texte wird es geben. Und die dann richtig geschrieben sind, also wo echte Menschen einen Text geschrieben haben mit Zielgruppenkenntnis, wo Menschen auch bei ChatGPT eine Formel angewendet haben, die werden dann umso besser ranken. Das heißt, umso besseres Marketing, umso mehr du steuern kannst, umso mehr du verstanden hast, wie es funktioniert, umso mehr wirst du aus der Masse hervorstechen, denn die Masse hat keine Ahnung, wie sie KI oder ChatGPT richtig benutzt. Ja, weil die meisten Kosmetikerinnen auch gar keine Zeit haben, beispielsweise in der Beauty-Branche, sich damit wirklich ernsthaft zu beschäftigen. Ihr seid ja auch eher am Kunden und natürlich nicht mit irgendwie den neuesten Technologien